Hallo, ich bin die Sophie Andersen. Ich bin Schmuckdesignerin und auf Inspirationsreise in Stralsund. Reisen kann ganz sicher als Inspirationsquelle dienen, besonders wenn man neue Orte sieht. Also das Schöne an einer Stadt ist, glaube ich, das Entdecken und ein paar Ecken finden, die nicht alle kennen, wo man einen Moment erleben kann, der nur für sich selbst ist. Als Schmuckdesignerin sucht man eigentlich das, was der Kunde wirklich möchte und wirklich will. Ich bin mehr ein Sprachrohr oder eine Brücke zu schönem Schmuck. Ich bin sehr inspiriert vom Orient, ich bin sehr inspiriert von exotischen Designs und ich bin der Meinung, dass man mit Schmuck experimentieren soll. Ein gutes Schmuckstück macht zum einen die Qualität aus, aber ganz prominent und vorrangig ist es die Emotion und die Seele, die ein Schmuckstück innehält. Auf meinen Reisen inspirieren mich am allermeisten die Werkstätten sowie die Materialien, die dort vor Ort gefunden werden können. Das, was eigentlich faszinierend daran ist, ist, ins Gespräch zu kommen, was jemanden anderen fasziniert. Das kann einen wirklich inspirieren. Bernstein ist für mich reizvoll, vorrangig wegen seiner Farbe. Es erinnert mich ein bisschen an Honig oder an Gold. Und das, was auch sehr faszinierend ist, ist, dass es ein sehr, sehr leichter Werkstoff ist und man kann damit eigentlich sehr viel machen. Also mein Fazit von Stralsund ist, dass es eine wahnsinnig schöne, aufgeschlossene Stadt ist. Die Häuser sind traumhaft. Ich glaube, die meisten sollten sich in Stralsund den Hafen mal anschauen, auch den Stadtstrand und ein bisschen flanieren. Ich bin definitiv jemand für Strandspaziergänge. Es ist einfach die Luft und die Ruhe, ein paar Vögel, was braucht man mehr? Ich würde Stralsund oder einen Trip nach Stralsund definitiv als inspirierend bezeichnen. Der Bernstein hat mich sehr fasziniert und hat mich auch inspiriert. Ein eigenes Schmuckstück werde ich auf jeden Fall auch herstellen, aber etwas filigraner und ein bisschen zarter, würde ich sagen.